Offensichtlich, ja genau. Opfer betrunken, Brustwunde wahrscheinlich durch Kühlergrill und wir glauben eher, dass es durch das blutige Messer war. So, okay. Wir fahren jetzt mal, weil ich möchte fahren. So. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber ich weiß nicht wieso. Sheltons Wohnsitz. Fahren wir da mal hin. Gucken wir doch mal, was wir da so Schönes finden. Ich glaube nämlich nicht mal, dass er durch den Aufprall mit dem Wagen gestorben ist, sondern halt eben, dass höchstwahrscheinlich die Frau oder so ihn umgebracht hat. Entweder die Frau oder der komische Kerl, der bei ihr war, dieser Sebo oder Lesbo oder wie er hieß. Sebo hieß er, glaube ich. Oder Sabo? Ich weiß es gar nicht genau. Ist ja nicht so weit weg, oder? Und warum guckt sein Hut aus dem Auto? Voll glitchmäßig. Alla! Ach nee. Verschwindet er jetzt? Aber ich glaube, er verschwindet nur, weil er Angst hat. Ich glaube nicht, dass er ihn umgebracht hat. Das kann ich mir im Echtsinn nicht vorstellen. That's the son of a bitch right there. Hallöchen. William Shelton? Yes. It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene. Na komm. Not to mention the physical damage. Er schmeißt mir den Koffer entgegen. This is open and shut, Shelton. Ich bin so gut. Ich wusste, er schmeißt mir den scheiß Dings entgegen. That coward thinks he can run from everything. Okay, warte. Was mache ich? Entweder ich bremse ihn aus, oder ich glaube... Oh, 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 das war knapp. Ich glaube, ich kann probieren, dass mein Partner... Wo sind die... Wo waren nochmal die Handbremse? Ich weiß, wo die Handbremse war. RB ist die Handbremse. Kann ich nicht auch irgendwie... Kannst du nicht die Reifen von denen kaputt schießen? Nee, machst du nicht. Enough games, Phelps. Take this guy out. Ja, mache ich ja schon. Ich muss nur ein bisschen an ihn rankommen. Na komm. Mein schöner Wagen, Mensch. Mach mal eben die Dings auf, das nervt ein bisschen. No wonder he killed someone, driving like this. Hab ich ihn jetzt? Nein, ich hab ihn immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Don't let that asshole get away. Ich bin doch direkt hinter ihm. Jetzt aber, na komm! Alright, I give up. Oh fuck, ich glaube, ich habe irgendwen überfahren gerade. That's it. Cuff him and we're done. Hallöchen. That's the cop from the newspaper. Hands behind your head. Yeah, ich bin der Kopf. It was a vehicular manslaughter rap sound, Shelton. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Aber war es nicht. You think Mal is done with the autopsy? Better call it in and check, Phelps. Between the driver and the widow, I say we start dealing with the facts. Jupp, das mache ich jetzt auch. Ich rufe mal eben den Gerichtsmediziner an. Das ist ja süß. Oh. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Thanks, man. Alles klar. Aber es war mir eigentlich klar, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das Messer das war. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade im Moment frage, wurde er zuerst erstochen und dann vielleicht vor das Auto geworfen? Oder wurde er wirklich nur aus Versehen vom Auto angefahren? Weil, ich überlege gerade, was so ein bisschen verdächtig ist, ja. Er sagte, dass er aus dem Nichts kam und er nichts tun konnte. Das heißt auch fast, dass er sozusagen auf die Straße geschubst wurde vielleicht von den beiden. Also ich kann mir jetzt so vorstellen, er kam gerade aus dieser Gasse, wurde erstochen und...
Machen wir das? Ja, komm, wir machen das. Ja, danke schön. Also ich stelle mir jetzt so vor, er wurde in dieser Gasse erstochen, wurde dann sozusagen auf die Straße geschubst, wurde dann angefahren von diesen Typen, und als er dann tot auf dem Boden lag, haben sie ihm einfach das Messer rausgezogen und einfach in diesen Mülleimer geschmissen. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Wartet. Ach, warte mal. Wir machen einfach mal die Sirene an, dann können wir uns ja alles erlauben. Kann ich eigentlich, das fällt mir gerade mal so auf, Optionen, Steuerung? Nö, ist ja doof. Oder vielleicht hier irgendwie? Nee, schade. Anzeige? Ah ja, ich sollte mal eben schwarz-weiß zeigen, haben mir ein paar gesagt. Mach ich das doch eben mal für so ein paar Minuten. Ja. Ist jetzt nicht so so extrem anders, oder? What's the situation? We got a hold up gone sour. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. Naja. I'll stay here and keep them busy. Okay, sieht ganz cool aus, aber let's go. Na klar, er ist ein Schwarzer, war ja logisch. Aber ich muss sagen, es gefällt mir nicht. Also machen wir wieder die Schwarz-Weiß aus. Yay. Ach, warte mal. Helligkeit. Ne, wir lassen die Helligkeit einfach mal so. Ich lasse die Helligkeit eigentlich immer so, es sei denn, es steht da, machen Sie es so dunkel, bis nur noch das und das zu sehen ist. So, alles klar. Zack. Gehen wir mal von hinten rein. Komm mal, ne, die Tür ist es nicht. Hier irgendwo? Hä? Ach, das sind mehrere, kann das sein? Ja. Ich hab... Reinforcements are on the way. Cease and desist. Na komm. Ah, gehen wir weiter nach vorne hier. Stay down. Ah, komm schon. Komm raus. Das müsste genau dein Kopf sein. Oh, ist der denn, du duckst dich, du Sack. Quick, up the stairs. Get after him. Du Sau. Duckt er sich auf einmal? Hat er sich einfach geduckt? Nanu? Sag mir nicht, der haut ab. Oh, nee, ne? Put the weapon down now. Schalte dich für den... Oh, okay. Put your weapons down and your hands in the air. Ah. You want me to paint the fucking sidewalk? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht schieße ich ihn einfach auf den Fuß. Ha! Das war gut. Das fand ich toll. Ein Schulterklopfen für mich selber. Gut gemacht. Wow, du lebst aber lange, du. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. Hey, wie jetzt? Jetzt habe ich ihn auf einmal nicht getötet, aber den Typen, den ich jetzt noch verfolgen musste, habe ich getötet. Naja, okay. Boah, ja, ich bin so gut. Ich mache jetzt einfach immer die Sirenen an, dann darf ich ja fahren wie ein Wilder. Nein, wir fahren mal anständig. Wir versuchen mal anständig zu fahren. Ausnahmsweise mal. Also jetzt verhältnismäßig anständig, für meine Verhältnisse. Also immer noch wie eine besenkte Sau, aber ohne so viele Unfälle. Versteht sich, ne? Die Stadt gefällt mir echt, die sieht echt schön aus. I wouldn't feel safe in a tank with you driving. Echt nicht? Warum? Wenn wir im Panzer fahren würden? Ich habe ein Wahrzeichen entdeckt. Cool. Okay.
Und nach links. Einfach mal hier rein. Hier ist es.